Ist nicht mal ein Vorhängeschloss. Okay, da brauche ich auf jeden Fall dann einen Schlüssel für. Was hier? Auch auf jeden Fall einen Schlüssel für. Wozu habe ich jetzt. Ah, die Kommode. Die wir eben versucht haben aufzuschließen. Ja. Ach Mann, das ist ja der falsche Raum. Ja, aber wenn das Spiel, da das Spiel so kurz sein soll, lassen sie sich gerade echt Zeit mit einem Killer. Ich meine, das wird bestimmt stressig genug, aber kommt dann doch relativ spät. Okay. Kann halt in der Sicht kein Inventar aufmachen. Jetzt vertrau mir doch endlich mal und mach einfach den Kühlschrank, wollte ich gerade sagen. Den Kühlschrank jetzt auch, stimmt, aber das wollte ich nicht öffnen. Hier ist dann den Trockner-Waschmaschinenmann. Ach so. Trocknerhaufmann. Und falls wir noch dran vorbeilaufen, was ich glaube, dass wir eh tun, das Loch im Boden, wo noch irgendwas glitzern soll. Oh, vielleicht stimmt, können wir stimmt, da. Stimmt. Ich glaube, das ist hier. Da müssen wir wahrscheinlich angeln. Da bin ich sehr, sehr positiv. Wahrscheinlich mit Schnürchen und Magnet. Oder Glipper und Schnur, was weiß ich. Und wo, wenn ich in einem Trockner, findet man Glipper und Schnur. Ja. Aber Glipper und Schnur ist auch so ein geiles der Podcast-Name. Ja. Oder ja. Ha! Sehr gut. Ja, das wollte ich dich auch fragen, aber du siehst das in deiner Welt richtig. Was? Ja. Du Anöp! Ja, das war zu erwarten. Sie hat was Schreckliches erwartet, deswegen war sie sehr erleichtert, weil es nur ein Türgriff ist. Aber warte ab, wenn du den Türgriff einsteckst und die Tür öffnest, fällt eine Leiche raus. Ach, Moment. Can open it now. And I can open it now. Oh, a capsule. Easter Basket, creepy. Wann ist ein Easter Basket creepy? Ab jetzt. Fire Poker. Pretty good weapon. Need to. Ist das so? Wie kommst du denn jetzt auf die Idee? Ich muss mich vielleicht verteidigen. Job ist hart. Ja, wahrscheinlich wirklich gegen ihren Chef oder so. Ist das hier das Piano von Mario? Das ist eigentlich auffrisst. Das ist einfach nur ein Piano. Okay, ich hab's unlocked. Ich hab damals bei dem Spiel echt Angst vor diesem Pianoraum gehabt, ne? Das ist auch übel. Wenn du damit nicht rechnest, das ist mega laut und einfach extrem. Ja, aber ab dann hatte ich immer Schiss, da durchzulaufen. Ja. Mit einem Firepoker hier vielleicht? Nee, ich wollte eigentlich. Oh Gott. Aha. Okay. Ich hab Steuerung kapiert. Hallo. Not yet, but I think I'm onto something. This house is full of locked rooms. I think there's something hidden here that nobody knows about. Good work. And don't mention this to anybody, especially Gary. He'll steal any story from us. Krass, also in einem Haus, wo mehrere Türen verschlossen sind, denkst du, dass irgendwas Bestimmtes hinter diesen verschlossenen Türen sein muss. Und das ist unsere Mega-Story. Das ist doch krass. Kann ich jetzt vielleicht Pizza holen gehen? Na endlich. Jetzt, wo ich meine Waffe habe, kann ich auch Pizza holen gehen. Oh. Abendrot. Ja, heißt Regen. Sven! Who do this? There's a note printed on the windshield. I do this. Nowhere to. Viel Spaß. Nowhere to. OD now. Go. Looks like we'll be playing a game. You'll be hunting X. I'll be hunting you. Find them and. You can leave
don't find them and you can't. Oh. Warten! Ja, bitte? Okay, das passt hier zu dem hier. They came for the story went after them. Hm. Ja, dann fahre ich ja mit dem. Ja. Ist das hier jetzt so eine, Slenderman. Slenderman, genau. Das ist so eine Slenderman. Das ist so eine Slenderman. Hier, Option Gadabau-Verein da hinten vielleicht. Hm, da kommt man irgendwie immer noch nicht hin. Ja, auf die Story bin ich gespannt. Wie ist der Typ zum Killer geworden? Hat er damals irgendwie beim Ostereiersuchen, keine Ahnung, sich verlaufen? Und ist dann, ja. Ja, so fangen die meisten Killer an, ne? Ostereiersuchen, verlaufen, tot. Ja, dann wird es aber schwer, Killer zu werden. Das. Ja. Also, das ist nicht so, der Beruf ist nicht so einfach. Das stimmt. Dana das ist nicht mehr da. Jetzt frage ich, habe ich gesehen. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn wir eine Waffe haben, warum müssen wir weglaufen? Oder uns verstecken? Warum gibt es die Option überhaupt? Wahrscheinlich, weil man damit höchstens stunnen kann. Gehe ich jetzt davon aus. Weil ich glaube nicht, dass es mehr als einen Feind geben wird im Spiel. Nee, ich hoff's nicht, ehrlich gesagt, weil es gibt ja nur den einen Killer und die Kinder, die hier sind, warum die uns jetzt angreifen sollten, müsste ich auch nicht. So, irgendwas im TV-Raum? Im Fernseher. Hm, cool. Ja, dann nicht, ne? Nö. Keller? Das, oder? Die Lampe kannst du aber auch nur anmachen, wenn du nichts anderes in der Hand hast, oder wie? Oder kannst du die Kopf stellen? There's something going on here. The van has been wrecked and the gate is locked. Where's Tom? I don't know. I can't find him either. Ugh, must be the goddamn real estate agent. Yeah. I told you you'd get another 50 bucks when we were done. Come out, you chicken shit. Damn it, Gary. It's getting dark and this place is scary and gross. Can we finish this? You have kein Auto. I don't know where the hell Tom is, so you're gonna have to hold the camera. What? I don't know how to work this. Du hast die Kamera schon in der Hand. It's easy. Just hold it steady. That's about it. Okay. Action. This is Dana Turner on location. I've just been informed that we're stuck here. Someone has wrecked our van and we can't get our fucking pizza lunch promised by my producer. Is Anthony Smith, executed in the electric chair in 1985, back from the dead and back for revenge on anyone who enters his house? Find out soon if we don't get the fuck out of here. God damn it, Dana. Cut. I want my lunch. I can't work under these conditions. Fine. We'll take a break. Hey, intern girl. See if you can find where the hell Tom is. Was soll Tom uns jetzt bringen? Freude. Pizza. Oh, hier ist nochmal so ein Versteck, nehme ich an. Achso. Ja, so, eben mit der Lampe. Hier, genau, die ist equipped. Ich verstehe nicht ganz, warum die eben ausging. Auch noch zu... ja, also dann jetzt in den Keller oder wo? Oder wo war denn der Raum, wo wir Tom vorhin gefunden haben, wo wir kurz diese Vision hatten? Keller. Ja? Mhm. Oder? Nee, Quatsch, das war der Raum, wo die gerade drin standen. Glaube ich zumindest. Schade.
Schale. Bitte? Vielleicht wird der Tom ja gerade gewaschen. Das wäre mal ein netter Zug von ihm, ne? Oh shit. Ja, okay. Ja, jetzt fängt es schon an. Ich will eigentlich jetzt speichern. Da hinten steht Tom. So. Tom, I didn't think I would find you. This is getting weird. Do you think the Easter Ripper is back? Warum guckt ihr euch nicht an beim Reden? Warum hast du einen Schlüssel in der Hand? It looks like we're stuck here. All the doors are locked. Look, I found a key, but I can't figure out what it opens. Let me see. You take it. Maybe you can find the door. I'm going to go look for another way out. I'll catch you later. The large key? Wobei ja, immerhin Tom erkennt wohl langsam den Ernst der Lage im Vergleich zu allen anderen. Das heißt, Tom ist der Killer. Hm. Ja, Large Key wird ja dann wahrscheinlich nicht für das Regal hier hinten sein. Also ist es entweder für den Speicher oder für die Tür vorm Speicher. Ich glaube, das sind die einzigen Türen, die wir noch haben, oder? Ah ne, wir haben noch mehr. Ich glaube, wir haben noch zwei mehr. Ja. Es ist sehr verwirrend. Ja. Gut gemacht, Tom. Help me! There's somebody else in here. Stimmt. Jesus! Hatte ich erwähnt, dass das ein bisschen gory ist, das Spiel? Was ist ein Gory? Au, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott! Im Menü kann das Vieh, das Menü pausiert das Spiel nicht. Wieso weiß ich, dass ich andere Haarfarbe habe? Vor Schreck erblondet. I think I'm safe. I don't think so. How am I going to get out of here? Gar nicht. Nee. Das wart jetzt. Find ich damit ab. Vielleicht ist es gut, dass er einfach dann vor der Tür stehen bleibt und so denkt, ja, okay. Wenn die nicht kommen, komme ich auch nicht. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum wir hier sicher sein sollen. Letter Opener. Vielleicht unten für die Schublade nochmal? Ja, ist möglich. Bisher habe ich noch nicht ganz die Zusammenhänge zwischen den Items und den Nutzungsorten, außer bei den Schlüsseln. So richtig logisch ist es nicht. Also vor allen Dingen im Sinne von, wenn du einen Schlüssel hast, dann gib irgendeinen Hinweis drauf. Also Large Key, Small Key, nicht bei so vielen Türen. Ein bisschen mehr Item Knowledge wäre cool. Circuit Breaker or something, don't think need to use this. Was ist das hier? Achso. Das wäre ein Kuckloch. Mhm. Ja, das war's. Die Auswahl ist Wahnsinn. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie bis in den Keller kommen. Dann den Letter oben an dem Schrank benutzen, probieren. Und wenn das nicht funktioniert, ja, wohin dann? Questions over questions. Hast du nicht, ich will jetzt nicht einfach rauslaufen, kopflos, weil dann bin ich kopflos. Ja, klar. Und ich muss, ich kann nur noch einmal speichern, was ich definitiv jetzt einmal benutzen wollen würde, weil das ist jetzt schon wieder ganz schön lange her. Hm. Vielleicht kannst du direkt pieksen, wenn er vor dir stehen sollte. Ja, ich glaube, ja, aber wo? Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll gerade. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich meine, klar, Keller für die Schublade aufzumachen, aber wenn es das nicht ist, dann erstens sitze ich dann da ziemlich fest und zweitens, was käme danach? Steckt da was drin? Na super, haben wir schon was erst. Take the Death Egg! Nein, ich muss sie ja nehmen, ne? Ach Gott, Tarotkarten auf dem Ei. Das
Ist das eine Waffe oder ihr Arm? Das ist die Tür, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, wie viele Eier gibt's denn? Sind das, Hat er nicht geschrieben, der Arsch, ne? Ja, deswegen. Also es könnte ja jetzt sein, dass das 8 Eier sind, so wie... Er ist da. Ja. Das ist genau der richtige Moment dafür. Ja, wie mache ich das jetzt? Meinst du, wenn ich hier lange nur stehe, geht er auch? Warte nur einfach ein bisschen. Ich meine, der Sound wird mich auch irgendwann nerven. Ich befürchte, er geht nicht. Okay, das Inventar ist nicht Spielpause. Das heißt, der macht dann einfach weiter. Das heißt, entweder ich drehe mich jetzt um und hau ihn, was wahrscheinlich in die Hose geht, oder ich versuche wegzulaufen, was wahrscheinlich in die Hose geht. Ja, mach mal beides. Mhm. Ja, die machen als erstes die Taschenlampe aus. Ah, cool. Ja, klar. Am Charakter hängen bleiben, sehr fair. Keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich laufe jetzt einfach in den Keller, in den Schrank und versteck mich da. Ich glaube, den Letter-Opener haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Ich denke nicht. Oh Gott, und ich habe nicht gespeichert. Bin im Speicherpunkt vorbeigelaufen. Ja gut, ich meine... Viel... gebracht hat's auch nichts. Naja, es ist eine halbe Stunde Spielzeit, die uns flöten gehen würde. Das ist das Problem. Ich dachte gerade, es ist safe. Jetzt sag nur, der geht beim zweiten Mal nicht dran vorbei, sondern macht die Tür dann auf. Das wäre nicht so cool, ne? Ja, geil. Danke für den tollen Soundeffekt, der mir super viel weiterhilft. Okay, dann renne ich jetzt wieder nach oben? Beziehungsweise, nee, ich renne unter die Treppe. Weil da war es ja angeblich auch sicher, ne? Ah, angeblich. Weil ich will einfach nur gerade mal in meinem Inventar checken, was ich denn jetzt noch hab und was ich... Die Pistole ausrüsten und so weiter und so fort. Was? Willst du mich verarschen? Hä? Versteht das jetzt auch nicht? Aber da hast du doch auch keinen Ausweg. So. Okay, jetzt habe ich die Pistole ausgerüstet. Den Letter Opener habe ich noch. Okay. Death Egg, Egg painted with the Tarot Card of Death. Mein Licht. Immer also, Danger. Ja, ey, Mann, ich würde mich jetzt halt gerne heilen. Aber es gibt ja gar keine Heil-Items. Bisher zumindest schon. So, speichern darf ich auch nicht mehr? Die Musik geht nicht mehr weg, was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Warum hast du nicht einfach das Notizbuch mitgenommen? Mann. Naja. Okay, es ist jetzt safe genug, dass ich runter... Im Leben ist es nicht safe genug, dass ich da bis runterkomme, ohne dass der da irgendwo im Weg ist. Wow, okay. Easy. Boah. Ja, dann benutzen wir mal den letzten Pencil. Und wenn man irgendwas auf die Spielzeit geben kann, war das eh der letzte Pencil im Spiel. Also warum man dann überhaupt das hier macht mit dem begrenzten Spielstand speichern, wenn du es zweimal darfst und auch nur zweimal kannst im Spiel?
bisschen überflüssig. Ja, wir müssen jetzt die Eier finden, oder? Also mehr. So wie ich das verstanden habe, ja. So, wo, was für Räume haben wir bisher noch nicht gesehen? Seit Räume hatten wir, glaube ich, alle bisher. Bei unserem Manager. Wir waren noch nicht im Garten. Bitte? Der Manager fehlt ja auch noch. Irgendwo zu sehen hier im Haus. Ach so, so meinst du, ja klar. Mhm. Wir könnten jetzt nochmal runter in den Keller gehen. Ich schätze mal schwer, dass da Tom jetzt irgendwo tot ist. Was war das jetzt eben noch für ein Raum? Ah, das war das mit dem Osterkorb, oder? Ja, da können wir wahrscheinlich die Eier reinlegen, nehme ich mal an. Das wäre gut. Guck an, guck an. Und da sind Geräusche im Nebenraum? Ach so. Ach so. Ja, Keller, das hier, da können wir ja immer noch nichts machen, ne? Hm. Aber jetzt ist es ja erstmal entspannt. Wir können erstmal rumschauen. Hi. Ja, hast du gerade gesehen, ne? Und wenn wir irgendwas finden und da drauf gehen, verlieren wir ja nicht viel. Du hast gerade schon gesehen, dass er direkt neben mir war? Ja, aber wir haben ja gespeichert. Ja. Ja, auf der anderen Seite mache ich mir halt jetzt noch viel mehr Sorgen, weil jetzt können wir nicht mehr speichern. Und je nachdem, wie lange das Spiel dann doch noch gehen sollte, haben wir dann eventuell den schlimmsten Part, den wir dann im Zweifel mehrmals machen müssen. Okay, gut, es hilft für beides und es ist... Kugeln? Was? Ah, für das Loch wahrscheinlich. Ah. Es war wirklich ein Magnet, wie wir es gesagt hatten. Okay, Magnet im Loch. Ja, da komme ich jetzt wahrscheinlich nur nicht hin, weil der da steht, ne? Hm. So. Und wenn wir das Item haben... shit, Moment. Kurz nachdenken. Darüber, da, okay. Also hier durch. Nee. Warum flackert die Lampe? Ich habe mich gerade gefragt. Entweder weil ich Startmenü aufgemacht habe oder weil der Gegner in der Nähe ist. Oh. 5 Bleistifte. Ich glaube, es ist sogar ein Schlüssel. Das ist der Brezelschlüssel. Rätselschlüssel. Da fällt mir nur die eine Tür noch zwischen Speicher und PV-Raum ein. Die hier, ne? Jedes Mal. Okay. Es ist der Brezelraum! Zockt da so ein paar Bayern, die ich einladen auf. Ja, grüezi. Oh. Willst du? The big bunny watches us. Its big black eye follows me when I move. It always watches. At night we hear noises coming from the vaults. The first time I heard them, I got happy because I thought it was you, that bunny, shouting for me, coming to save me, but it wasn't. Okay. Also, when the shouting starts, the others color their ears, but I try and listen. I put my head against the wall and hold my breath, but no matter how hard I try, I can't understand what they are saying. They shout and cry a lot. It isn't mommy and isn't you, but it sounds like adults and they sound sad, really sad. But the Easter Bunny take them too. Mm. Uh-oh. Dead. Correct. Help me find an exit! No! Kommt jetzt der Kopf angerollt? Also Gary ist gone, das ist ein Fakt. Hat er vielleicht einen Stift einstecken? There's nothing here. Blacklight. Just a stupid blacklight. What am I going to do with this? Kann man das oben im Dachgeschoss austauschen irgendwie? Wo die andere Lampe hängt?
Stimmt, du hast recht, ja. Looks like a note. Nee, das... Was? Hin? Nee, das ist Gary. Okay, diesmal kein iPhone, Gary. So, bitte lass ihn jetzt nicht im Weg stehen. Wer ist der iPhone, Gary? iPhone, Gary? Ein Genius, ein Apple-Genius namens iPhone, Gary. So, probieren wir es aus. Sehr gut, sehr gut. Danke, danke. Mache ich da einmal auch mal so. Das ist blau. Did it reveal anything? Yeah! Some old blood coming from behind the cabinet. Thanks to the black light. Move it. Yes. I like to move it, move it! Oh, der erste funktionierende Ofen. Ach nee. Oh no. Okay. Ey, ja, ich dachte, wir setzen uns vorher rein. Kommen wir jetzt hinter der Tür raus? The Easter Bunny Drawer. Gib bitte einen Bleistift. Na gut, bringt uns nichts ohne Heft. Das kannst du ja wahrscheinlich wieder. Das ergiebigste und effektivste Item. Ja, mehr Muni. Mehr Muni ist natürlich auch gut. Gefahrene Bilder hier. Ja, es ist die Tür. Okay, jetzt sind wir wieder im Keller. Das war ein kurzes Vergnügen, ehrlich gesagt. Wohin jetzt? Jetzt haben wir ja quasi wirklich gar keine Waffe mehr, ne? Gar keine, kein Schlüssel, kein Item mehr, für irgendwo weiterzukommen. Keinen Plan, ey. Ich schnall nicht so wirklich. Ich meine, klar, wir sollen diese Eier sammeln, aber... Bisher findest du ja gar nichts in die Richtung. Nee, und bei Gary war jetzt zum Beispiel keins. Achso, es ist ganz zu. Ah, man darf gar nicht mehr raus. Hä? Tom's camera. Broken. But the tape is still in there. Maybe I can find out what happened to him. Ah! Okay. Ein Hinweis. Oh Mann, ey. Ich meine, es ist schön, ne? Aber ich fühle mich halt echt ein bisschen unsicher. Ja, vor allen Dingen, weil theoretisch macht mich ein Schlag jetzt alle, weil es gibt ja keine Highlight-Items scheinbar. Ja. Oh, vielleicht ist Tom da drin. Wow. Okay. Sanity-Effekte wie in, wie hieß denn das Spiel noch? Eternal Darkness? Eternal Darkness, dankeschön. Ja doch, dafür bin ich da. Ja, das ist jetzt nicht der Raum, in den ich wollte, aber der einzige Raum, in den ich konnte. Eternal Darkness? Mhm. Wo war denn der TV-Raum jetzt? Schon bin so oft aus Versehen reingelatscht, jetzt weiß ich nicht mehr, wo er war. Hier der, ne? Ah, ne. Ja. Ah, das ist der Osterhasen-Raum. Auf dem Klavier standen vorher Kartons. Soll heißen, im Klavier liegt nur ein Ei? Komm,
Oder irgendwas auf jeden Fall. Hm. Ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt von dem Spiel, weil irgendwie ist es ja schon nice gemacht. Aber ja. Mir fehlt da so ein bisschen... Ah. Ah, okay. Okay. Dachte mir doch, es muss doch jetzt mal irgendwann was mit Gary noch sein, weil ich schätze mal, dass wir alle drei Eier von den drei Leuten hier ja, davon zusammenbringen müssen. Mir fehlt irgendwie so die Story. Ja, okay. Weißt du, weil Bloodwash hat zumindest so ein bisschen Charme gehabt, wegen, weil es auch teilweise einfach nur komplett bescheuert war. Auch mit den Charakteren. Spiel uns unser Lied. Also bis dahin war es wirklich gut. Es hat echt ein bisschen Horror-Sound-Track gehabt. Ich komme halt nicht hier weg, ne? Ah. Ah, mit Start, okay. Ja, ey, fuck, keinen Plan. Woher sollen wir die Melodie jetzt kennen? Eieiei. Hä? Woher soll man die Melodie kennen? Heißt das jetzt, wir müssen wieder ganz zurücklaufen, wieder das Tape angucken, hören, ob da irgendeine Melodie ist, dann durch das Anhören sich im Kopf merken, wie die Melodie war, wieder hier runterlaufen, das nochmal machen. Und das alles mit nur einem Treffer, den wir noch über haben. Haben wir ja keine Möglichkeit zu speichern. Haben wir irgendwo noch Schränke oder sowas, Schubladen, die wir noch nicht geöffnet haben? Es muss doch also irgendwo Heil-Items geben. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Sofern wir jetzt überhaupt das Tape nochmal angucken können, weil ich hab's nicht mehr im Inventar. Ach Quatsch, hier war ja... wo war denn jetzt... Und dieses Haus verwirrt mich. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir einfach ums Verrecken nicht merken, wo die Räume sind.